So, liebe Abonnenten, YouTube-Süchtige und Facebook-Freunde, heute spiele ich für euch Tagesschau, das Spiel. Okay, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Okay, ist relativ lange. Ah nee, Schwierigkeitsgrad, Versager, RTL. Klaus Kleber, das bin ich. Ich kenne das Spiel zwar noch nicht, aber ich denke, ich werde hoch mithalten können. Studiofarbe weiß. Und Ladebildschirm, cool gewählt. Jetzt der Moderator, da bin ich ja mal gespannt. Welche coolen... Na, Peter Patex, lustig wegen Klaus Kleber, verstehe ich. Ohoho, sexy. Ah, nee, Gladbach-Fan, der wird es nicht sein. Okay, wen haben wir hier? Norbert News. Ah, der sieht auch ganz sympathisch aus. Ja, gut, News. Die Witze sind bis jetzt sehr, subtil. Ich will nicht sagen flach. Okay, aber den wähle ich einfach mal jetzt aus. Okay, es lädt sehr oft, aber dafür auch sehr kurz. Oh, meine erste Sendung. Dramatische Musik. Gut gewählt, okay. Und jetzt die Steuerung, ja, okay. Hier kann ich also nach rechts gehen, okay. Mit dem anderen Steuerknüppel, was kann ich damit machen? Ah, ich kann den Kopf schief legen. Cool, okay, R1 mit der Begrüßung. Okay, ich sehe direkt, Quote und Seriosität ist ganz wichtig. Gut, begrüße jetzt endlich mal. Meine Damen und Herren. Was ist denn jetzt? Ist ja zweimal die gleiche, das ist ja scheiße, hä? Was soll der Scheiß? Meine Seriosität geht voll runter. Es ist... Ja, das Spiel scheint abgestürzt zu sein. Ja, scheiße. Gut, ich starte es nochmal von vorne. Okay, ja. die Grafik ist sehr gut, sieht sehr realistisch aus, aber es stürzt halt ständig ab. Okay, ich würde sagen, was jetzt kommt, kennt ihr schon. Wie immer, Schwierigkeitsgrad ist Klaus Kleber. Ich mache einen kurzen Cut. Und hier bin ich wieder. Ich werde jetzt nicht nur mit News, nicht Jason Corner, sondern Peter Patex. Aber den bearbeite ich vorher noch. T-Shirt, V-Ausschnitt. Ja, so muss das sein. Und weiter. Okay, das lädt, es lädt. Dramatische Musik, wir halten kurz inne. Okay, und meine Quote ist... Nicht so gut, Seriosität ist okay, geht runter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der hakt irgendwie jetzt. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt tun kann. Ich gehe mal auf Quote steigern. Einspieler? Ah, das ist nicht so gut, das ist immer das gleiche. Oh, ich frage geschaltet. Katzenbabys zeigen nackte Haut? Ah, das ist natürlich sexy, aber ich glaube, bei dem hätte das eher den falschen Effekt. Provokante Aussagen? Ja, das ist doch eine super Nummer. Das klappt immer. Dann wähle ich das doch einfach mal aus. Und er lädt. Wie sagte ich doch eins? Hitler. Oh, politischen Feind freigeschaltet. Nicht scheiße. Die USA als politischen Feind wegen der Aussagen. Eliminiert politische Feinde ohne Prozess. Ja, das kennen wir, ja? Scheiße. Gandhi, Scharfschütze. Eigenes Arschloch, denn er hat sich schlagen lassen. Und das war's. Die USA hat mich eliminiert. Game over. Es ist sehr realistisch. Es ist etwas drastischer als im richtigen Leben, aber ich denke. Das spiegelt eigentlich alles ganz gut wider. Ich übe einfach noch ein bisschen und dann kriege ich das schon bestimmt, hoffentlich in der Regel relativ eigentlich ganz gut hin. Bis dann. Den zweiten Teil gibt's dann in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Tagen, um nicht zu sagen. Ja, bis dann.